Ich schreibe mir alle Telefonnummern ins Handy, Adressen kann ich mir eh nicht merken. Aber es gibt einen Mann, der sagt, man kann sein Gehirn trainieren, ähnlich wie ein Muskel. Man braucht nur 14 Tage und mit diesem Mann bin ich jetzt verabredet. Und das ist er, Peter Sturm, Gehirntrainer. Er macht mit Jan den sogenannten KAI-Test. Anders als ein IQ-Test misst der allein die Hirnleistung und kein gelerntes Wissen. Wir messen zunächst mal die Geschwindigkeit, mit der im Moment Ihr Gehirn taktet. Wie schnell funktioniert das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht warum. Der Test besteht aus zwei Teilen. Im ersten wird die Geschwindigkeit, mit der Jans Gehirn arbeitet, gemessen. Im zweiten seine Merkfähigkeit. Der Test berechnet, wie viele Bit der Arbeitsspeicher von Jans Gehirn fasst. Diesen Wert kann man später in den IQ-Wert umrechnen. Im ersten Teil muss Jan so schnell wie möglich Buchstabenreihen vorlesen. UNRZTRFEPKBVDSNILDMR. Der Test zeigt, wie schnell Jans Gehirn Informationen verarbeiten kann. Für jede Reihe braucht Jan im Schnitt 5,5 Sekunden. Nicht schlecht. Im zweiten Teil des Tests muss er sich Zahlenreihen merken. 5, 2, 9, 4. 5, 2, 4, 9, 4. Geht schon los. 7, 1, 6, 3, 5. 7, 1, 6, 3, 5. Ach Jan, das läuft doch ganz gut. Und jetzt das Gleiche nochmal mit Buchstabenreihen. Der ganze Test dauert gerade mal 10 Minuten. Dann haben wir den jetzt schon fertig. Mann! Das Ergebnis? Jans Gehirn arbeitet mit einer Leistung von 143 Bit. Das würde bei einem IQ-Test in etwa entsprechen einem IQ von 130. Oh. Also an der Schwelle von intelligent zu hochbegabt. Das ist schon eine deutlich überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit Ihres Gehirns. Hochbegabt. Damit hat Jan nicht gerechnet. Aber da geht noch mehr. Herr Sturm, was mache ich die nächsten 14 Tage anders? Was gibt es für Tipps, Tricks, Übungen von Ihnen, um noch besser zu werden? Da unterscheiden wir mal drei verschiedene Dinge, die Sie machen sollten. Denn um sein IQ zu verbessern, muss Jan an drei Kernaufgaben seines Gehirns arbeiten. Die erste, die Informationsverarbeitung, also die Fähigkeit des Gehirns, schnell die bestmögliche Lösung für Probleme zu finden. Daran soll Jan mit einem speziellen Online-Programm arbeiten. Das wurde von Peter Sturm und seinen Kollegen speziell für das Training der Hirnleistung entwickelt und ist auf der Galileo-Seite abrufbar. Mit den Geschwindigkeits- und Merkübungen soll Jan in den nächsten beiden Wochen seine Arbeitsspeicherkapazität trainieren. Wissenschaftlich fundiert und auf jeden User angepasst. Sie sollten ein- bis zweimal pro Tag 10 Minuten trainieren. Möglichst zweimal, wenn es irgendwie geht. Zum Zweiten soll Jan an seiner Konzentrationsspanne arbeiten. Also der Fähigkeit, sich möglichst lange auf eine Aufgabe zu konzentrieren, ohne dass dabei die Leistung seines Gehirns nachlässt. Dafür soll Jan in den nächsten Wochen zweimal täglich Übungen in den Alltag einbauen. Zum Beispiel einen Abschnitt über Kopflesen oder bestimmte Buchstabenkombinationen in einem Zeitungsartikel einkreisen. Dritter Trainingsaspekt, die Reaktionszeit. Also wie schnell kommen Informationen in Jans Gehirn an und wie schnell reagiert er darauf? Jans Trainingsmethode, ein Reaktionsball. Der prallt unvorhersehbar vom Boden ab. Um den Ball zu fangen, muss Jans Gehirn auf Zack sein. Was noch ein großer Vorteil ist, sie bewegen sich dabei. Das heißt, die Hirndurchblutung wird auch gefördert. Und das Gehirn ist ja ein Körperorgan. Das muss fit bleiben als Körperorgan. Dazu gehört, dass es versorgt wird mit Nährstoffen. Welche Nährstoffe genau sind denn gut fürs Gehirn? Besonders wichtig Glucose, der Antriebsstoff des Gehirns. Außerdem Eiweiß, ausreichend Wasser, Mineralstoffe, Vitamine und Fettsäuren. Vorsicht allerdings bei direktem Verzehr von Zucker. Der versorgt das Gehirn nur kurzfristig. Fettes Essen bremst den Körper und damit auch die Hirnleistung. Was ist drin bei mir? Wie viel
Kann ich mich steigern? Kann ich mich überhaupt steigern? Was ist möglich? Eine Steigerungsfähigkeit wird da sein. Wir versuchen also an die 10% mehr Arbeitsspeicherleistung hinzukriegen. Das wären umgerechnet 5 IQ-Punkte mehr. Um das zu erreichen, muss Jan täglich trainieren, auch im Alltag. Zum Beispiel aus Autokennzeichen ein Wort bilden. Man darf beliebig viele Buchstaben einfügen, die Reihenfolge der Kennzeichenbuchstaben muss aber gleich bleiben. Beispiel: aus MRK wird Markt. Oh, das ist gleich schwer. Oh, da haben Sie jetzt ein schwieriges Beispiel. Oh Gott, was haben wir da? D-A-H, D-B. Daheim, da bollert's aber. Ja, das sind jetzt mehrere Worte. Ja, C-L-Z. Z-R-W. Chlorzenit-Rampenwagen. Ja. Chlorzentral-Rampen, irgend sowas. Danke, Jan. Genug für heute. Ab morgen wird's ernst. Es heißt jetzt wirklich trainieren. Zweimal am Tag ist optimal. Einmal werde ich auf jeden Fall schaffen. Und ich will auch besser werden. Ich will in diesen 2 Wochen wirklich mein IQ noch ein bisschen steigern. Das wird nicht ganz leicht sein, weil einfach 2 Wochen kurz sind. Aber ich probiere es auf jeden Fall. So, ich mache heute das Videotagebuch und ich beginne mit dem Online-Test. So, da stelle ich die Kamera mal hier so ein bisschen hin. Eine Trainingseinheit besteht aus 2 Teilen. Zuerst muss Jan schnell bestimmte Buchstabenkombinationen in einem Feld finden. Anschließend soll er sich Symbole merken und markieren, wo diese aufgeploppt sind. Insgesamt fordert es von Jans Gehirn rund 10 Minuten Höchstleistungen. Richtig. Jetzt bin ich fertig. Das werden wir jetzt mal gleich am Frühstückstisch im Hotel ausprobieren. Jan übernachtet für einen anderen Drehtermin in Stuttgart. Das Training muss er natürlich auch hier durchziehen. Zum Leidwesen der anderen Gäste packt er den Ball aus. Und noch ist seine Reaktion durchaus steigerungsfähig. Kleiner Fauxpas. Vielleicht doch lieber das Autokennzeichenspiel. S-O-R. Jans graue Zellen geben alles. Das muss doch jetzt ein Wahnsinnswort werden. Sentimental Orangenregal. Ah ja. Die Ballübungen setzt Jan lieber im Hotelzimmer fort. Rund 15 Minuten am Tag trainiert er sein Gehirn. Das Online-Programm passt sich seinem Können an. Je besser er wird, desto fordernder werden die Aufgaben. So, jetzt ist wieder Zeit fürs Gehirntraining. Und ich werde jetzt alle Buchstabenkombinationen ER ankreuzen. Also Emil, Richard. Je ungewöhnlicher die Aufgabe, desto unbekannter ist sie für das Gehirn. Und desto besser trainiert sie die grauen Zellen. Moment, Jan, du musst schon alle ERs einkreisen. Auch Sport steht auf dem Trainingsplan. Denn eine gute Durchblutung und ausreichend Sauerstoff machen Jans Gehirn leistungsfähiger. Gleiches gilt fürs Essen. Kohlenhydrate aus Obst und Vollkorn sind der Antrieb für Jans graue Zellen und damit Grundlage für sein Training. Gesunde Kost ist ganz wichtig, so heißt es. Also Müsli zum Frühstück. Über Nacht leeren sich die Glukosespeicher. Kohlenhydrate zum Frühstück sind deshalb wichtig. An der Reaktionsfähigkeit muss Jan noch arbeiten. Aber das Online-Programm läuft wie geschmiert. In welchem Feld war das U? Raten Sie doch mal mit. Besonders leistungsfähig ist Jan vormittags, wie die meisten Menschen übrigens. Nach 2 Wochen absolviert er das Online-Programm mit Links. Er findet sogar alle Buchstabenkombinationen in seinem Zeitungsartikel. Was also ist mit Jans Gehirn passiert? Das Gehirn ist wie eine Bibliothek. Je öfter man sich in ihr aufhält, desto besser findet man sich zurecht. Und das können wir beeinflussen. Beim Lernen speichert das Gehirn neue Informationen ab. Das verändert aber die Leistungsfähigkeit des Gehirns nicht. Beim Gehirntraining wird das Gehirn dagegen angeregt, insgesamt schneller und besser auf Aufgaben zu reagieren.
Unser Männchen könnte also nach dem Training viel schneller durch die gesamte Bibliothek laufen und auf einen Blick ganze Regalreihen nach dem besten Buch für jede Aufgabe absuchen. Nach 14 Tagen hat Jan es fast geschafft. Vor dem Test spricht er nochmal mit Peter Sturm. Ich bin ganz gut im Plan. Ich habe auf Ihre Tipps alles gehört. Aber gibt es noch so einen letzten ultimativen Tipp vielleicht, um einfach ein gutes Ergebnis zu erzielen? Dazu müssen Sie genug Glucose im Blut haben. Das heißt, Sie müssen gut frühstücken, Sie müssen Kohlenhydrate zu sich nehmen. Wenn Sie mit der U-Bahn beispielsweise zu mir herfahren, dann wäre es gar nicht so Undruck, eine Station eher auszusteigen und die letzte Strecke zu Fuß zu gehen. Gesagt, getan. Und diese Tipps kann übrigens jeder vor einer wichtigen Prüfung anwenden. Sie machen das Gehirn kurzfristig leistungsfähiger. Der Spaziergang regt die Durchblutung im Gehirn an und versorgt es mit Sauerstoff. Eine Banane liefert Glucose, sowohl kurz- als auch langfristig. Und fühlt Jan sich jetzt schlauer? Ich habe eigentlich alle Tipps vom Experten beherzigt. Ob das jetzt reicht, um mein IQ vielleicht jetzt noch mal um 5 oder 10% zu steigern? Mal gucken. Jan ist top motiviert. Schon mal gute Voraussetzungen. Damit das Ergebnis vergleichbar ist, findet der Test zur selben Zeit statt wie vor 14 Tagen. UNRZTRFEPKBVDSNILDMR. Und schon bei der Buchstabenreihe fällt auf, Jan hat deutlich an Geschwindigkeit zugelegt. 4, 7, 5, 3, 6, 9, 1, 8. 4, 7, 6, 3, 1, 9, 6, 8. S, Q, A, P, X, O, K. S, Q, A, P, X, Q, A. Nicht ganz. Ob es trotzdem reicht? Also bei diesem Geschwindigkeitstest waren Sie heute ganz ausgezeichnet, vor allen Dingen sehr ausgeglichen. Alle 4 Zahlenreihen haben Sie in etwa in der gleichen Geschwindigkeit gelesen. Sie waren hochkonzentriert offensichtlich. Wow, ehrlich? Die Konzentrations- und Reaktionsgeschwindigkeitsübungen haben sich also gelohnt. Und wie wirkt sich das auf den Gesamtwert aus? Jans Hirnleistung liegt heute bei 153 Bit. Vor 2 Wochen waren es 143. 153 Bit nehmen, wäre das ein IQ von 133. Das heißt, Sie sind da noch mal ein bisschen angestiegen. Ach, freut mich jetzt, Herr Sturm. Ja. Um rund 8% hat sich Jans Arbeitsspeicherleistung verbessert. Damit gehört er zu den klügsten 2% aller Deutschen. Glückwunsch, Jan. Dafür hat das Training sich doch gelohnt. Das lässt sich allerdings nicht beliebig steigern. Mehr als 20% ist nicht drin. Genetische Obergrenze. Ja, ich bin ziemlich überrascht, dass man in relativ kurzer Zeit, 2 Wochen, seine Gehirnleistung dann doch noch mal um 8% steigern kann. Mit ein bisschen Glück hält es auch noch eine Weile an. 4 verrückte Pizza-Fotos auf dem Weg zu Dresdens Gourmet-Koch Georg Bauch. Klickt hier rein.